Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Falls man im Hintergrund eine Motorsäge hört, unser Nachbar meint, er müsste sein Vibe-Moped mal wieder quälen. Ja, ich hoffe, man hört es nicht. Ich gehe da einfach mal von aus. Ist ein Punkt, Punkt, Punkt und meint, er müsste hier morgens um 7 Uhr sein Vibe-Moped anschmeißen und meint, er müsste hier Troubadou machen und andere Leute gehen ja nachts nicht arbeiten. Nein. So, wir sind in Amerika. Wir sollen ein Regenrennen bekommen. Nein. Ich habe kein Regensetup. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir gehen jetzt einfach ins Rennen. Das fehlt mir jetzt auch noch. Echt? Ich werde das Setup so übernehmen, wie ich es habe. Und wir dürfen ja den Frontflügel und das verstellen. Und vielleicht kriegen wir es dann ja doch einigermaßen geschissen. Mein Gott, quält der sein Vibe-Moped. Der hat doch nicht alle Melmeln am Brennen hier. So. Amerika. So. Ab geht's hier. Nicht lange sabbeln hier ab. Video anschauen. Circuit of America. Okay, das ist die Zielgerade in Austin, Texas. Es folgt der faszinierende Anstieg in Kurve 1. Bremst schön gerade und lenke ein. Zweiter Gang im Scheitel. Pass am Ausgang auf, damit das Auto nicht ausbricht. Jetzt mach dich auf eine großartige Kurvenkombination gefasst, die an Maggots und Beckett in Silverstone erinnert. Zieh das Auto sanft nach links und rechts, aber bleib so gerade wie irgend möglich. Jetzt geht's bergauf Richtung Kurve 8. Achte auf den Speed in der Kurvenmitte, um Kurve 9 optimal zu erwischen. Dann bergauf durch Kurve 10 und Richtung Kurve 11. Achte auf die Schilder auf der rechten Seite. Hart bremsen beim 100-Meter-Schild bis runter in den ersten Gang. Der Scheitel ist wahnsinnig eng. Achte auf die Traktion am Ausgang. Du musst sauber auf die Gerade kommen. Im Rennen kannst du hier möglicherweise auf der Innenbahn etwas versuchen, bevor es in Kurve 12 geht. Also langsam ist die Strecke auf gar keinen Fall. Alter Schwede, geht das hier geradeaus. Etwas, bring das Auto schnell nach links, damit du die Doppel-Rechts-Kombination 13-14 optimal anfährst. Zieh nach rechts. Zunächst vorbei am Scheitel, dann schneide den Scheitelpunkt von Kurve 15. Jetzt wieder auf die linke Seite und in die großartige Rechtskurve mit 3 Scheitelpunkten. Du spürst die G-Kräfte in deinem Genick. Jetzt steuere nach rechts für die folgende 90-Grad-Linkskurve. Fahre mit möglichst viel Speed durch die nächste Linkskurve, runter in den zweiten Gang und durch die Kurve auf die Zielgerade in Texas. Das war eine Runde mit dem Computer, jawohl, und wir bauen unser Setup zusammen. Aerodynamik, wir sollen Front 1, Heck 2. Bremsen sollen wir 48, 52 High. Balance soll Stabilisatoren Front auf 8, Heck auch auf 8. Aufhängung soll auf 1, Front, Heck auf 1 und Federung Front 7 und Heck auch auf 7. Getriebe soll 128 erster Gang, 163 zweiter. 194 der dritte, vierte Gang soll 224, fünfte Gang 257, sechster Gang 289 und siebter Gang 323. Hätten wir. Motor ist klar, Spur minus 3,20, minus 1,20, Spur vorne soll auf 10 bleiben, Spur hinten auf 35. Okay, speichern. Slot 1 USA Enter. Jawohl. Speichern und Australien. Haben wir. Sehr schön, zurück. Zurück. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Schön, Macker. So, wir gehen Rausfahrt. Das Auto ist fertig. Los geht's. Und gucken uns die Ausfahrt an. Jawohl. Ja, ich bin wirklich gespannt. Wenn es regnet, Leute, dann
muss ich mit dem Trocken-Setup das Beste probieren. Und darauf kontern. Ja, wir haben zweimal Trocken-Settings. Also ich könnte dann den Front-Spoiler ein bisschen mehr geben, den Heck-Spoiler ein bisschen mehr geben. Und ich glaube, das sind die einzigsten Einstellungen, die wir dann verändern dürfen. Alter, soll ich hier stehen bleiben oder was? So, die Kurve hier sind schwer. Naja, und das mit kalten Reifen ging das ja schon ganz gut. Das war schon gar nicht schlecht. Oh, der ist auf. Gucken auf den Topspeed. Die Gerade ist mega lang. Ein reines Regenrennen hatten wir ja auch schon lange nicht mehr, ne? Außen an ihm vorbei, leck. Ja, komm. Hier brauchen wir nicht. Oh, doch. Ich hätte gedacht, weil es ja bergauf geht, brauchen wir nicht ganz so früh bremsen. Aber da habe ich mich wohl ganz schön geirrt gerade. Ja, mal wieder ein Leck. Wie gesagt, ich werde jetzt die Saison durchspielen und meinen Rechner neue Festplatten verbauen und alles neu machen. Ja, jetzt kommt dieser Bug. Kennen wir ja schon so langsam. Ich unterbreche mal gerade die Aufnahmen. So, da bin ich wieder. Jetzt sollte es vielleicht wieder funktionieren, ja. So. Der ist auf und gib ihn. Kurven sind echt mies. Das war doch noch zu schnell. Okay, 1,42,666, 1,40 ist er im Rennen gefahren, Kollege. Kollege hier, der uns die schönen Setups da hat. Na, ab geht die Boss. Also zurzeit sind wir ganz schön schnell. Also, dass mir die Strecke doch einigermaßen liegt, hätte ich nicht mit gerechnet. Deine Rundenzeit
Aussichten sind etwas schlechter als bei Sebastian. Oh, da habe ich die Lenkung aufgemacht. Das war blöd. Die Kurve verstehe ich noch nicht so ganz. Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 3 zu verlieren. Ja, ich merke es. Also hier dieses Stück, wo ich gedacht hätte, das klappt nicht. Das klappt wunderbar. Also damit habe ich gar keine Probleme, aber das Endstück. Also, da habe ich richtige Probleme mit. Alle sind verdammt schnell. Leck mich am Arsch, ey. Also das ist... Mal, da im Sektor 3, das ist gerade etwas nervig. Unfall in Sektor 3. Gelbe Flaggen und Überholverbot in Sektor 3. In Sektor 3 werden grüne Flaggen geschwenkt. Die Trümmer wurden beseitigt. Da war ich zu schnell. Oder zu spät gebremst. Muss ich kurz lupfen. Also vierte Gang geht durch die Kurve. Jawoll. Jawoll. Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn alles aufeinander geht, dann klappt es auf jeden Fall. Sagen Leute, das passt so. Mal gerade gucken, ob jemand mit weich gefahren ist. Ja, noch gar keiner. Danke. Okay.
Der ist auf und gib ihn. Wichtig ist, dass man hier voll durchrast. So, Boxeneinfahrt üben. Ja, jetzt müssen wir noch eine Runde fahren. Na, leck mich fett. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, Mama Mia, geht das da scharf rum? Mama Mia. Also bei so viel Wheelspin jetzt schon und wenn wir nachher im Regen fahren, oh Mann, oh Mann. Können richtig, richtig böse werden noch. Reifen machen auf jeden Fall richtig gut mit. Beim leeren Auto. Und man sieht, man könnte noch viel, viel schneller fahren. So, jetzt nochmal. Bremsen. Alter, was für eine Einfahrt. Alter Schwede. Was für eine Einfahrt. Das ist ja fürchterlich. Oh, Mann, oh Mann. So geht das aber nicht. Auf gar keinen Fall. So viel bremsen. Das ist nicht so schön, auf dieser Welt zu sein. So. Gucken wir uns mal einmal die Zeiten an. Ich bin eigentlich gut zufrieden. Also, weil ich mache mir gar nicht so einen Stress, weil wir ja wirklich das Rennen angeblich ja wirklich voll im Regen fahren sollen. 92%. Also, ich gehe davon aus, dass wir so einen richtig nassen Arsch bekommen werden hier. So, Klassement. Also, wir haben 129. vor Hamilton, Vettel, Alonso, Massa. Wird schon irgendwie klappen und ich hätte noch viel schneller fahren können. Sektor 3 hat ja immer besser geklappt. Wird schon klappen, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013 in Vereinigten Staaten. Bis morgen, euer Glabur. Ciao, Laui.